Guckt euch diesen Kommentar an, Freunde. Warum lehrst du nicht Gewaltlosigkeit? Ganz einfach. Also klar, ich sag's immer wieder, ein nicht geführter Kampf ist ein gewonnener. Und die Videos, die wir zeigen, ist das Worst-Case-Szenario. Das heißt, wenn du es nicht geschafft hast, zu deeskalieren und du leider aktiv werden musst, weil der andere aktiv geworden ist. Ja? Und manche Leute, die wirklich denken, die so welche Kommentare schreiben, ja, die denken halt manchmal leider wirklich, dass du alles mit Reden klären kannst. Und das kannst du leider nicht. Du kannst viele Sachen mit Reden klären, aber manchmal musst du einfach Gewalt einsetzen, um dein eigenes Leben zu schützen. Okay? Also hört auf, in irgendeiner Märchenwelt zu leben. Bitte. Klar, das ist glücklicherweise noch kein Alltag geworden, aber es wird immer schlimmer, meine lieben Leute. Es wird immer schlimmer. Aus diesem Grund trainiert, damit ihr euch und eure Familie und eure Liebsten schützen könnt.